Der W110 ist einer der Urväter der E-Klasse und gab im August 61 seinen Einstand. Er wurde ca. 600.000 Mal verkauft. Der obere Mittelklassewagen wurde für einen Neupreis von ca. 12.000 D-Mark gehandelt. Dieser Mercedes 230 ist mit einem 120 PS starken 6-Zylinder-Motor ausgestattet und erzielte damit eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h. Leer wiegt das Fahrzeug 1,3 Tonnen. Für den optimalen Bremsweg sorgen vorn Scheibenbremsen mit Bremskraftverstärker und hinten Trommelbremsen. Auch das Lenken scheint hier fast wie von alleine zu gehen. Der Servolenkung sei Dank. Der Mercedes besitzt ein Viergang-Schaltgetriebe mit Mittelschaltung. Steht den heutigen Fahrzeugen somit in puncto Komfort nichts nach. Er verbraucht etwa 12 bis 14 Liter auf 100 Kilometer. Wiegen könnt ihr das Fahrzeug bei der Oldtimer-Vermietung Rostlaube Dresden.